Hallo und herzlich willkommen zurück mit unserer brandneuen Eldenring-Reihe. Heute hier mit allem auf der Halbinsel der Tränen, das du nicht verpassen solltest. Alle Orte, NPCs, die ihr auf jeden Fall besuchen müsst. Wie immer, lasst gern ein Like da, um das Video zu unterstützen, Abo für den Kanal und schreibt mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach noch fehlt für dieses sehr, sehr coole Gebiet von Eldenring. Los geht's mit Irina, die sitzt hier direkt ganz am Anfang des Gebietes und die könnt ihr ansprechen und sie wird euch einen Brief für ihren Vater geben. Der wiederum hält sich in Schloss Morn auf, wo wir uns auf jeden Fall auch gegen Ende des Videos noch hinbewegen. Als erstes müssen wir uns aber durch die Schlucht kämpfen, gehen dann hier vorbei an dem Ort der Gnade und dem Händler, der hier sitzt. Und dann einmal durch diese Lücke in der Mauer, denn wir wollen uns jetzt als allererstes mal die Karte für die Halbinsel der Tränen sichern. Da hinten ist auch schon Schloss Morn zu sehen und leider auch in der Ferne ein Riese, sehr schwer zu erkennen an der Stelle. Aber der schießt mit übertrieben großen Pfeilen nach uns, passt hier also wirklich auf, schnappt euch die Karte und haut wieder ab. Zurück bei besagten Händler könnt ihr für relativ schmales Runengeld hier einen Steinschwertschlüssel holen, danach hinter dem Händler selbst einmal diese Winde hier hoch zu Oridis Turm. Killt die Wölfe, die vor dem Turm sind, und ihr könnt hier bei dem Gargoyle, das ist übrigens hier auf der Karte, letztendlich ein Rätsel lesen. Und zwar müssen wir drei weiße Bestien finden. Eine davon, das sind nämlich weiße Schildkröten, direkt hier links von der Treppe vom Turm. Die zweite befindet sich dann einfach hinter euch im Grunde auf dem Weg, der zum Turm selbst führt. Und die dritte, die ist etwas schwieriger zu finden. Rechts vom Turm selbst ist ein kleiner, ja, sag mal, Teich. Und diese dritte Bestie, in Anführungszeichen, ist hier unsichtbar. Ihr seht, wie sie hier im Wasser ihre Spuren hinterlässt. Und man muss tatsächlich genau hinschauen, wo sie sich befindet, einmal da draufschlagen und dann werdet ihr das Siegel des Turms öffnen. Im Anschluss könnt ihr einfach hoch und ihr werdet hier richtig gut belohnt und zwar mit einem Speicherstein, der euch einen weiteren Slot für eure Zaubersprüche gibt. Gleich im Norden von Oridis Turm findet ihr diesen, ja, sitzenden Herren hier, sage ich mal. Der wird euch einen Steinschwertschlüssel geben. Dann könnt ihr direkt daneben diese schöne Statue aktivieren, die hier immer den Eingang auf Katakomben zeigt und die, wenn ihr dann dem Strahl folgt, seht ihr, sind direkt hier an dieser Klippe, den folgt ihr einfach nach unten und könnt dann in die Katakomben des Pfählers eintreten. Die einzige Schikane da drin ist im Grunde diese Platte hier, die müsst ihr auslösen und euch dann unter ihr herunterfallen lassen und dann einfach den Katakomben folgen. Hier wird es wieder einen Wachhund zu bekämpfen geben, etwas schwerer, denn der hat ein paar Helferlinge dabei. Und ihr werdet mit der Asche der Halbmenschen belohnt. Ziemlich gut zum Anfang des Spiels. Wiederum draußen bei der Statue könnt ihr dieses Ruinenstück hier als Brücke benutzen. Und ich beschleunige das dann mal hier ein bisschen. Ich habe jetzt schon ein paar Gegner besiegt. Ihr seht da rechts einen Turm, den ihr ausräumen könnt. Links einen Ort der Gnade. Und dann folgt ihr hier einfach dem Weg nach unten, rechts an dem Ruinenteil vorbei. Ihr seht da diesen leuchtenden Baum. Wenn ihr den anspricht, wird euch ein Geist auch den Weg hier runter weisen, denn hier ist eine weitere Höhle zu finden, hier auf der Karte im Norden. Und hier könnt ihr euch überlegen, ob ihr wie ich einmal diese Falle aus Versehen auslöst und in ein Rattennest fallt oder ob ihr das Ganze doch etwas sicherer angeht. Empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Fackel mitzunehmen und am Ende werdet ihr hier einem Bossfight begegnen, und zwar einem riesigen Bär, der, wie ich sagen muss, zu dieser Stelle im Spiel doch gar nicht so einfach war. Ich habe ein paar Anläufe gebraucht auf jeden Fall, aber letztendlich ist es mir gelungen, ihn zu besiegen und ihr werdet belohnt mit dem Zauber-Drachentalisman. Wieder draußen und ein kleines Stückchen westlich finden wir die Waldruinen der Halbmenschen und mit ihr die Halbmenschenkönigin, die wir hier besiegen und damit ihren Stab und den Zauber Kristallnova bekommen. Außerdem sehen wir hier, wie sich ihre Untertanen ergeben. Von dort aus geht's Richtung Süden, unterhalb der Hängebrücke hier durch, bei den Säulen vorbei. Hier müsst ihr auch ein paar Gegner besiegen. Und hier schön in dieser Schlucht gibt es einen geheimen Eingang und dem folgen wir einfach in den Tunnel von Morn.
Hier können wir nach unten uns kämpfen, einige Schmiedesteine zu finden in diesem Gebiet und ganz am Ende unten dann auch ein weiterer Bosskampf. Der wiederum ist nicht ganz so schwierig, das ist gegen das Schuppenscheusal und ihr seht, ich benutze hier auch mal wieder meine treuen Gefährten, die Wölfe, und wir besiegen ihn und werden dann mit dem rostigen Anker belohnt an der Stelle. Von hier aus könnt ihr euch zurück zu den Waldruinen der Halbmenschen begeben und findet dann in dieser Schale, hier ziemlich genau nördlich der Ruinen, die Glaubensknoten-Kristallträne, eine weitere Kristallträne für euren Trank. Gleich im Westen davon, oben auf dem Berg hier an der Nordspitze der Halbinsel, findet ihr die Pilgerkirche und mit ihr eine weitere heilige Träne. Direkt südlich davon, da hinten ist die Kirche, finden wir einen weiteren Torwächter hier auf diesem Felsvorsprung und der wird euch den Weg weisen zu weiteren Katakomben. Und das sind Katakomben, die ihr definitiv nicht verpassen wollt, denn hier werdet ihr richtig, richtig gut belohnt. Hinter dieser Säule, recht gut versteckt, wie ich finde, die verborgene Tür. Kämpft euch da durch, viele Skelette, gibt auch ein paar Fallen hier, diese Feuerwerfer, Flammenwerfer, den könnt ihr mit einem Messer oder einem Bogen hier einfach ausschalten und dann könnt ihr ihn in dem Fall sogar als Aufzug benutzen, um hier auf die Plattform hochzukommen. Aktiviert den Schalter, geht zum Boss und besiegt ihn. In dem Fall tatsächlich nicht ganz so schwer, der Friedhofsschemen, ein Gegner, der vor allem, wenn ihr mit Asche gegen ihn kämpft und so etwas Unterstützung habt, wirklich gut zu machen ist. Ihr seht, er hat nicht wirklich viel Gesundheit. Wichtig ist nur, dass ihr seinen Attacken ausweicht, denn die hitten doch recht gut und er beamt sich hier so ein bisschen über die Map. Wenn ihr ihn besiegt habt, werdet ihr, wie gesagt, richtig gut belohnt mit der ersten legendären Asche, die Asche von Lutel der Kopflosen. Und die solltet ihr auf jeden Fall benutzen, wenn ihr könnt. Direkt über den Katakomben und quasi nicht zu übersehen ist ein niederer Erdenbaum. Und ich benutze hier gleich mal unsere neu gewonnene Asche, um seinen Wächter zu besiegen, den Avatar des Erdenbaums. Und ja, er ist an der Stelle ganz gut machbar, je nach Kampfstil. Und ja, ich kriege nochmal fies Schaden, nachdem ich ihn schon besiegt habe. Das war echt gemein. Und trotzdem werden wir im Anschluss belohnt mit zwei weiteren Tränen, die ihr für eure Arznei nutzen könnt, wie immer ihr das gerne mögt. Im Anschluss geht ihr einfach einmal um den Baum herum und könnt hier die Aussicht auf das wandernde Mausoleum genießen. Dazu später ein bisschen mehr. Ich gehe jetzt hier die Klippen entlang, ihr seht da auch nochmal den Baum und wir können uns hier an der Seite ja so leicht nach unten wagen und können dann von hier aus diesen kleinen Sprung machen und hier ein Eclipse-Dreieckschild finden. Von hier lasst ihr euch einfach nochmal fallen und dann Richtung Nordwesten zu den Ruinen des Gräberwalls. Ein kurzer Kampf und ihr könnt hier die Schwingsense einsammeln. Weiter geht's zum Siegelgefängnis der Klagen. Hier braucht ihr einen Steinschwertschlüssel, um es zu aktivieren und könnt dann drinnen, hoffentlich nicht ganz so knapp wie ich, gegen den uralten Held von Zamor kämpfen. Der wird euch dann Radagons Narbensiegel geben. Das ist ein Talisman, den man sich auf jeden Fall genauer anschauen kann, denn der ist auf jeden Fall gut nutzbar. Von hier aus dann nochmal ein wenig Richtung Süden, die vierte Kirche von Marika, auch hier eine heilige Träne zu finden. Das Ganze findet ihr hier auf der Karte. Wir sind schon gut im Westen der Insel. Und an der Stelle will ich auch nochmal erwähnen, man kann hier diese leuchtenden Schädel kaputt machen und in ihnen findet man goldene Runen. Kleines Wäldchen direkt neben der Kirche, das seht ihr, kann man sich hier einmal runterfallen lassen und finden eine versteckte Höhle und das ist die Höhle des Gräberwalls. Die findet ihr hier auf der Karte und wer wie ich in der Tafelrundfeste bis jetzt versäumt hat, bei Corin das Gegengift zu kaufen, sollte das jetzt auf jeden Fall nachholen, denn diese Höhle, die schwimmt quasi im Gift und ja, ihr seht, ich habe es hier schon geschafft, mich zu vergiften und da ist diese Anrufung wirklich Gold wert. Wer in meinem letzten Video auch in Limgrave das Clownzeichensiegel eingesammelt hat, der kann das jetzt gut nutzen, um hier das Gegengift zu wirken. Ihr braucht dafür tatsächlich gar nicht unbedingt hohe Stats und könnt euch hier vom Gift befreien.
Der Boss am Ende ist tatsächlich gar nicht so schwer. Miranda, die faulige Blüte. Die einzige Schwierigkeit ist hier der enge Raum. Aber mit Feuer kommt ihr hier relativ gut durch und könnt euch dann das Smaragd-Bernstein-Medaillon sichern. Unter den Hexenfluch-Ruinen findet ihr jemand, der verdächtig nach Selen aussieht. Das ist allerdings etwas für einen Nebenquest etwas später. Und die Hexenfluch-Ruinen, die findet ihr hier auf der Karte wiederum in einem See aus Gift. Jetzt geht's ans Mausoleum. Das läuft hier immer noch munter über die Wiese. Und wir haben tatsächlich eine Möglichkeit, es zum Stehenbleiben zu bringen, beziehungsweise es auch zugänglich zu machen, indem wir diese weißen, ja, sag ich mal, Totenköpfe hier abschlagen. Und wenn wir davon genug abgeschlagen haben, dann werdet ihr sehen, wird es sich irgendwann mal einfach hinsetzen und macht es möglich, das Ganze zu betreten. An der Stelle haben wir die Möglichkeit, Echos zu duplizieren, aber auch das ist etwas, was erst später relevant für uns werden wird. Von hier aus Richtung Süden werden wir die Hütte des abgeschiedenen Händlers finden. Die ist genau hier im Südwesten und den solltet ihr auf jeden Fall mal aufsuchen, denn der hat eine Laterne, die wir kaufen können. Sehr, sehr praktisch, wenn man in dunklen Höhlen unterwegs ist und tatsächlich auch bezahlbare Steinschwertschlüssel, die ihr hier kaufen könnt. Jetzt noch ein bisschen Zombie-Farm am Strand, wer Lust hat. Das macht immer Spaß und dann geht's auch schon weiter zum Turm der Rückkehr. Den finden wir hier, passt auf, da schießt einer und der ist am südlichen Part dieses Teils der Insel zu finden. Oben angekommen können wir diese Kiste hier öffnen, die sich dann leider als Transportfalle herausstellt und uns in die königliche Hauptstadt bringt. Schaut euch hier ruhig mal um, genießt die Aussicht, man kann tatsächlich erahnen, wie groß das Spiel hier an dieser Stelle noch sein wird. Dann zurück zum Ort der Gnade, aktiviert den auf jeden Fall und ja, riskiert auch ruhig mal einen Blick auf die Karte und ihr seht, wir sind ganz im Norden der Map. Dahinter liegt dieser Steinriese. Ich habe es hier mal versucht und ihm ein, zwei Hits gegeben. Ja, ich weiß nicht, man kann ihn bestimmt auch besiegen an der Stelle. Ich habe mich dagegen entschieden und bin einfach hier zu dieser Kiste gelaufen, denn hier können wir noch den gesegneten Talisman mitnehmen. Zurück dann zu diesem Ort der Gnade, den wir am Anfang gefunden haben, am Wall. Hier lassen wir die Zeit vergehen bis zum Nachteinbruch, denn es gibt tatsächlich einige Gegner, die sich auch nur bei Nacht zeigen, wie zum Beispiel da hinten taucht er schon auf, der Dunkelkavallerist. Das ist ein Reiter, der sich hier an dieser Stelle nur nachts zeigt und den können wir hier bekämpfen und ja, im besten Fall auch besiegen. Und den gibt es öfter noch im Spiel tatsächlich, wie gesagt, häufig Gegner auch nur nachts anzutreffen und der belohnt uns hier mit einer Kriegsasche und einer seiner Waffen, dem Dunkelkavallerie-Flegel. Das an dieser Stelle und von hier aus tatsächlich auch unbedingt bei Nacht geht es dann einmal hier durch die Öffnung in der Wand und wir wollen immer noch nicht zu Schloss Morn, das da hinten zu sehen ist, sondern wir folgen hier diesem, ja sag mal, Vorsprung zu dieser Ruine, wie gesagt, alles schön nachts machen und dann wird uns ein weiterer Gegner begegnen und zwar der Todesvogel. Auch der taucht hier nur bei Nacht auf und kann ganz schön fies sein. Gebt euer Bestes, um ihn zu besiegen. Passt vor allem an diesen Vorsprung auf, denn von Schloss Morn schießt nach wie vor dieser Ritter seine Pfeile und hin und wieder trifft er doch auch hier oben sein Ziel. Wenn ihr den Todesvogel besiegt habt, dann wird auch er euch hier an dieser Stelle mit einer Waffe belohnen. Jetzt noch kurz zum Hügel im Zentrum der Karte, bevor es zum Schloss Morn geht. Hier ist das leidende Dorf und außerdem die Täuferkirche von Kalu. Hier gibt es ein paar Ratten zu besiegen, die hier das Verrückte, den Wahnsinn in ihren Augen haben und zur Belohnung dann die rasende Flamme und natürlich wie immer an der Stelle die heilige Träne.
dann ist es endlich soweit und wir stürmen Schloss Mohren und vor allem auch hier den eisernen, riesigen Bogenschützen da hinten. Vergesst aber vor allem auch nicht, hier auf der rechten Seite die goldene Saat einzusammeln und dann schnell wieder dem Pfeil ausweichen. Ich bin hier so ein bisschen kreuz und quer, links und rechts, einfach auf ihn zugeritten. Das funktioniert eigentlich recht gut, weil er doch recht lang braucht, bis er seinen Pfeil wieder gezogen hat. Und dann könnt ihr ihn ja hoffentlich nicht so wie ich hier dreimal verfehlen, sondern einen mitgeben, sodass er dann letztendlich zu Boden geht. Jetzt können wir das Schloss endlich betreten. Wir nehmen den Aufzug nach oben und kommen dann hier in den Innenhof von Schloss Mohren. Von hier gibt es mehrere Wege. Letztendlich landet ihr auf dieser Brücke hier oben, von der ihr einen wunderbaren Blick in den Innenhof habt. Und wichtig ist jetzt hier auf der linken Seite diese Leiter nicht zu verpassen. Die ist gut versteckt. Von hier aus könnt ihr nach unten und ja, wie überall hier im Schloss kämpfen hier die Ritter gegen die Bestien und hinten auf dem Turm trefft ihr dann Edgar. Ja, dem erzählt ihr von Irina. Leider will er das Schloss nach wie vor nicht verlassen, solange hier noch alles in Gefahr ist. Und deswegen machen wir direkt kehrt, gehen hier einmal durch den Tunnel und einmal nach links, können hier einmal die Gnade aktivieren und von hier aus geht es dann eigentlich nur noch runter bis zu diesem Tor da unten am Strand. Lassen wir uns jetzt hier einfach das Schloss entlang nach unten fallen, können hier noch einmal einen Steinschwertschlüssel einsammeln und dann geht es schon weiter nach unten. Passt auf, hier gibt es überall auch vereinzelt Gegner, die ihr besiegen müsst. Am Ende dieser Brücke können wir dann einmal den Turm hier hoch, da gibt es einen wunderschönen Doppelklingen-Talisman. Dann von der Brücke einfach runterspringen, hier auf das Dach, weiter runter zu den Klippen und von dort geht es dann letztendlich eigentlich immer nur noch weiter runter. Da könnt ihr gar nichts falsch machen, passt auf, dass ihr nicht runterfallt. Und dann könnt ihr hier diesen Ort der Gnade aktivieren. Und das ist tatsächlich euer Speicherpunkt vor dem Bossfight. Ich bin hier ein paar Mal gedroppt, muss ich ehrlich sagen. Der ist gar nicht so einfach. Levelt also nochmal gut eure Waffen auf, wenn ihr könnt, oder auch euch selber. Und dann könnt ihr euch hier der Bestie stellen. Letztendlich ist es mir gelungen, das löwenartige Scheusal zu bezwingen. Nicht zuletzt hier wegen der Hilfe der Kopflosen. Die hat hier ganze Arbeit gemacht. Ich stehe nur dabei. Und als Belohnung gibt es dann eine legendäre Waffe. Und zwar das Großschwert der Verpflanzung, das ihr hier einsammeln könnt. Von hier aus nochmal kurz bei Edgar vorbeischauen. Dem können wir die guten Neuigkeiten berichten. Er fühlt sich jetzt frei, seine Tochter Irina endlich zu besuchen. Und wenn wir da mal vorbeischauen, dann sehen wir hier die Tragik, denn Irina ist leider getötet worden und Edgar schwört Rache für seine Tochter. Und das war's. Das war alles auf der Halbinsel der Tränen, das du nicht verpassen solltest. Alle wichtigen Orte. Ich hoffe, ich habe euch soweit weiterhelfen können. Wenn ja, ihr wisst, wie es geht, lasst ein Like da, ein Abo gerne für den Kanal. Dann gibt's hier bald noch mehr Elden Ring Videos. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ich alles vergessen habe. Ich bin mir sicher, es gibt noch reichlich zu entdecken hier. Und schaut auch gerne bei meinem Instagram-Account vorbei, ganz neu, Bumblebee on Tour. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten und tschüss.